Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hexed Remastered zusammen mit Miri, Mia, Sora, Oni und Shanks. Hallo. Hallo. So, Shanks, dann lass uns mal mir ein Endring machen. Hier, ich tausche leeres Lasso gegen volles. Ich weiß nicht, schwarzes. Ob das ein guter Tausch ist. Ach ja, genau, schwarzes. Wo ist er denn? Oh. Ja. Guck du. Danke. Willst du die andere Bad wieder haben? Hier. Ich brauche keinen. Ja, aber vielleicht willst du ja noch viel anders einbauen. Ich. Was? Doch, ist das andere schwarze Lasso, dass ich Gas zwangen gehen kann. Ja, hast du ja. Achso, ja, kriegst du jetzt sofort wieder. Ist gleich leer, oder? Ja. Ich hätte trotzdem gern Kühe. Das ist traurig. Such doch. Es gibt keine Kühe hier in der Nähe. Sind nur noch Schafe. Ich denke, das gibt es wohl. Nein. Wir könnten ja mal einen Witter töten. Oh. So. Endring ist fertig, nee. Dankeschön. Warum ist das Endportal komplett leer? Hä? Wie, da ist kein Stein drin? Da war kein einziges Auge drin. Oh. Ich hab nicht genug dabei. Oh, Baloui, du musst Miris kleine Farm angucken. Baloui, bekomme ich jetzt. Hat sich verbraucht dadurch. Nö, hat er nicht. Dann müssen die Lassos im ME sein. Ja, sind sie. So sieht der aus. Miris kleine Farm. Wo ist Miris kleine Farm? Das ist doch keine Farm! Das ist wieder sowas, wo ein Creeper reinspringt und alles in die Luft jagt. So wie Miris das kleine Farm! Okay, schick. Lass das nicht 5 sehen. Haut dich. Das ist aber ein. Ich sag nichts. Das ist schön. Das ist artgerechte Haltung. Mhm. Aber es darf nicht zu viele werden. Naja, wir brauchen ja viel Fleisch für die Drachis. Denen geht's gut. Die Schweine mögen das, wenn es so eng ist. Hast du denn die Kühe mittlerweile? Nein. Ich hol mal noch ein Golden. Ich mach noch ein paar Golden Lassos und dann gib ihm. Dann fliegst du mit Kühe suchen. Flugzeuge. Oh, wieder da. Hallo? Ja, wir fangen jetzt Flugzeuge. Was? Was für Denkst Flugzeuge? Denkst du, es verwirrt. Baloui kann Flugfische fangen gehen. Nein. Baloui kann das nicht. Baloui ist zu doof. Merkt man. Du? Baloui. Miri. Suchst du Kühe? Ich brauche erstmal XP, sonst kann ich kein Golden Lasso mehr craften. Oh, ich will keine XP. Wie du ja, kannst. Achso, ich habe 3 Stück. Wie viel hast du? Ja, alles gut, hab genug. Okay. Du brauchst 8 XP, um eins zu craften. Ich habe 3 Stück. Und da Fünks ja überall diese Drains aufgebaut hat, egal wo ja, man hergeht. Ja, das ist gemein, ne? So nach dem Motto, gib mir alle eure XP. Ach, ich habe ihm die letzten XP einfach rausgeklaut. Also ich nehme meine immer wieder raus. So, wohin geht's, Miri? Vielleicht erstmal ins Bett. Was zur Hölle? Was? Irgendwas hätte mich gerade fast in die Luft gesprengt und es war kein Gas. Ein Creeper sprengt sich normalerweise, ne? Ja, weil manche schlagen auch nur. Sein kann. Ja, es gibt Creeper, die boxen ein. Die Ehre, so Creeper sind. Die sind besonders. Ja, ja. War das nicht so, dass du als dieses Apprentice-Buch gesucht hast? Also von Novice auf Apprentice? Ja, aber das hat ja schon leer lange erledigt. Ich hab 3 Stück gefunden. Sehr gut. Miri, komm, wir fliegen in. Ich guck mal gerade, in welche Richtung ich noch nicht so viel erforscht habe. In die Richtung. Komm. Jetzt stirbt der Server einfach. Mhm. Aber dafür ist die Chance ganz hoch, eine Kuh zu finden. Entweder toter Server oder Kuh. Ah. Theoretisch kannst du auch mit dem Stick noch das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ja, das habe ich vorhin gemacht, als ein Drache versucht hat, mich zu grillen. Meinst der da? Ich höre ihn schon. Nicht der. Bist du ein Töten? Oh, da ist er! Da ist er! Er ist grün! Ja, ich bin schon weit weg. Hier sind Schafe. Willst du ein Schaf? Nein, eben nicht. Es sind überall nur Schafe. Das ist aber blöd. Hier ist eine Festung, Miri. Ja, cool. Cool. Komm, wir gehen da mal rein. Wir klopfen mal. Hallo. Da war bestimmt schon jemand, wenn die so nah dran ist. Nein. Hallo. Okay.
Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo. Oh. Ich bin Miri. Ups, ich wollte das Getreide nicht kaputt machen. Hm. Du kannst das ganze Getreide für deine Katzen mitnehmen. Ich habe schon ganz viel Getreide zu Hause. Aber nicht so viel. Oh, hier sind Sticks. Gratis. Und ein Brot. Das finde ich gut. Das nehme ich mit. Die Gratis-Sticks sind besonders wertvoll. Was heulen Sie rum? Irgendwie waren das dann stirb leise. Stirb leise. Nicht stirb langsam, sondern stirb leise. Noch leise. Und stirb leise 2. Ich glaube, hier wohnt keiner mehr. Okay, hier sind Schafe. Wir ziehen hier ein. Kommst du? Ja, ich habe mich in unserem neuen Zuhause nur umgeguckt. Okay. Dann wieder ein neues. Guck mal, hier sind Schweine. Das ist Schweine auch schon? Cool. Ziehen wir hier rein. Ja, ich habe Schweine. Ich habe nur keine Kühe. Ah, gut. Vielleicht sind die selten. Oh, hier ist ein Dschungel. Hier ist ein Drache. Lauf. Da sind zwei Drachen. Der eine ist schwarz. Cool. Ich will einen schwarzen Drachen. Du hast einen. Du kriegst keinen neuen mehr. Aber der ist schwarz. Ist egal. Der ist voll cool. Ich bin cool. Nein. Und wenn er pink wäre? Dann würde Mia ihn haben wollen. Ich glaube, du hast hier gerade einen Feind. Was ist das da unten? Lila. Louis, lila, guck mal. Was ist das? Was tun die da? Was ist das da unten? Ich weiß nicht. Da sind ganz viele Schlangen, die eine. Lass dich nicht von den Schlangen beißen, damit bist du ewig vergiftet. Bewitched-Schlangen sind das. Baloui springt halt einfach rein, ne? Hey, ich bin runtergeflogen und nicht mal in der Nähe gewesen. Und schon wieder. Oh, da ist eine Hexikel-Essenz, die nehmen wir erstmal mit. Würde dir auch irgendwann nochmal eine richtige Rüstung machen können. Ja, stimmt. Ich habe ja nur die Drachenrüstung an. Was bist du? Ein Hippogreif. Oh, süß. Alter, aua. Oh. Mein Sam. Ich glaube, mit Kaninchenteilen oder sowas. Nicht besonders nett gesinnt. Der hat mich getreten. Hast du ihn getötet? Ja. Möchtest du ein Schwein? Nett? Schweine noch mehr? Nein. Ach, so ein Hä, der Server muss doch Kühe haben. Ja, ich habe hin und wieder mal welche gesehen und dann getötet. Pferde? Nein. Da! Wo ist da? Kühe! Hier sind Kühe! Oh. Hä? Hast du einen Squidring? Nein. Ich hab nix. Bist du jetzt glücklich, Miri? Hier ist noch eine übrig. Nimmst du die noch mit? Ich hab ja nur 3 Lassos. Das ist so eine doofe Zahl. Dann haben wir die ganze Familie wieder mitgenommen. Okay, na dann gehen wir wieder zurück. Tschüss. Denk dran, schnell durch die Drachen durchzufliegen. Stimmt. Aber wo waren die? Mitten auf dem Weg. Ja, richtig. Überall, das waren ja 3 Drachen. Einfach den Stuff dauerhaft benutzen. Aber man kann den nicht dauerhaft benutzen. Einfach spammen, das ist ja nichts. Aber wenn ich ihn dauerhaft benutze, kann ich ihn dann nicht benutzen, wenn ich ihn brauche. Gut. Kann ich alles haben im Leben. Nun will ich einfach nur tot sein. Ja. Hallo? Nein. Meine Frau, warum soll ich sie tot sehen wollen? Nur manchmal. Erbschaft. Erbschaft. Komm, Miri. Da. Hören die hier rein? Nein, da, ich habe ihnen doch ein extra Zuhause gemacht. Oh. Die Kuh ist doch etwas groß. Thanks? Ja, ich mach das so. Vielleicht kriegen die Kühe ein bisschen mehr Platz. Warte, ich mach den Kühen einen Block mehr Platz. Baloui! Was denn jetzt schon wieder? Spring doch nicht in den Weg, was, wenn die Kühe jetzt geflüchtet wären. Das ist eine Ente. Das fällt keinem auf, wenn man nicht genau hinguckt. Was,
bald vermehren die sich und machen da was raus. Hybride. Das ist eine Ente. Ich bin verwirrt. Er hat dir gerade einen Huhn geklaut. Hast du das überhaupt mitgekriegt? Ja, dafür habe ich jetzt eine Ente. Oh, danke schön. Vielleicht machen die Entenhühner. Ja, warte, ich probiere mal. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt für einen Vorteil hätte, Entenhühner zu machen, aber... Ich glaube, der Huhn will nicht. Oh, du hast ein neues Huhn gemacht, danke schön. Bitte schön, nehmen wir wieder gerne. Machst du jetzt neue Kühe? Das war... Ja. Das hatte ich verdient. Schweine gehen nur mit Karotten. Ja. Ja, hier, ich tu dir hier auch dieses ganze Kram rein, bitteschön. Dankeschön, das ist nett von dir. Ja, ne? So bin ich halt. Ha. So, und dann, wann darf ich die ersten schlachten? Ich glaube, wir brauchen ein Looting-Schwert. Ein Schwert mit Looting, damit wir möglichst viel Fleisch rauskriegen. Okay. Weil sonst macht es keinen Sinn. Aber jetzt fehlt wieder XP, das heißt, ich muss mich wieder irgendwo verprügeln lassen. Ich hab da schon meinen Lieblingsspot. Bis später. Du musst dich verprügeln lassen. Wo gehst du hin? Ja, damit ich viel XP kriege. Ja, warum musst du dich dann verprügeln lassen? Wo gehst du hin dafür? Ich hab da so ein Schiff. Du hast da so ein Schiff? Ja. Das habe ich mir präpariert und da spawnen immer viele Viecher drin und da kann ich mich eben vermöbeln lassen. Und du willst das keinem anderen erzählen, wo das ist, nur für dich persönlich? Genau. Ist das nicht funktioniert aber besser, wenn Nacht ist. Nein, das ist ein normales Schiff, da sind Spawner drin halt. Willst du jetzt von mir hören? Stell ich mich einfach rein und verprügel die Monster, die kommen. Hallo, Babykühe. Wollt ihr Brot? Es sind nur gefleckte Babykühe. Warum? Knopf. Ich hab schon ein Level, wow. Da muss ich auch erst wieder die ganze Ausrüstung reparieren. Ein bisschen blöd, aber das wird schon. Wie kommst du denn daher? Sag schon, geht besser, wenn dunkel ist. Ich hab eine Frage. Miri? Ja? Miri? Wo bist du? Bei meiner kleinen Farm. Warum? Komm mal mit. Das klingt nicht so gut. Das klingt so wie, wir müssen reden. Das, ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nicht einfach wegfliegen sollte. Ja? Naja, das ist vielleicht ganz wichtig. Komm runter. Und jetzt guck mal, was da ist. Das sind Kühe. Ja, wir wollten gerade XP holen. Meine Kühe direkt vor der Nase, oder was? Oh. Oh. Das war sie leicht. Ah. Okay. Aber meine kleine Farm. Meine kleine Farm ist viel artgerechter. Okay. Hat sie vielleicht schon eine Kuhfarm gemacht, oder was? Irgendwas mit Schwein hat er jetzt gemacht. Aber hier unten stehen auch zwei Kühe, ja. Ja, aber das ist schon mal ganz gut. Und jemand beschwert sich, dass meine Haltung nicht artgerecht wäre. Die Dinger stehen hier auf zwei Blöcken. Das ist nicht mal Gras oder Erde. Ja, richtig. Bei mir stehen sie auf Gras. Das ist viel besseres Fleisch für meinen Drachen. Okay. Ja, gut zu wissen, dass die hier unten waren. Hat sie leicht und artgerechte Haltung. Das funktioniert nicht. Und die Schweine hier stehen im Wasser. In einem kleinen Loch drin. Das ist noch schlimmer. Na. Ja. Es ist wunderbar. Er hat das bestimmt nicht gewusst. Vor allem versteckt, dass es keiner sieht, wie die Tiere leben müssen. Ich meinte nicht, das meint er nicht so. Das ist bestimmt versehen. Die Ente, ne? Hat die sich schon vermehrt mit irgendwem? Hurra! Die Hünenten sind das dann. Die Hünenten. Hünenten, das ist die neue Hünenten. Kreation. Ja, die, ich weiß zwar nicht, was das jetzt für einen Vorteil bietet. Die andere haben Abonnenten, wir haben Hünenten. Die gackern nicht, die quaken, die Hühner oder so. Mega, mega super. Ja, ne? Es ist ein Vorteil. Haben wir irgendwo einen Compactor? Ich hätte mir was zu essen mitnehmen müssen. Ups. So kriege ich nie mein Level zusammen. Das ist schlecht. Attacke!
könnte Rotten Flesh essen. Was machen eigentlich deine Skelette da schon wieder die ganze Zeit? Die verprügeln hier alles. Inkompetent sein. Nein, die verprügeln hier alles. Die sind voll gut. Du hast gerade dein eigenes Skelett umgebracht. Aus Versehen. Stand im Weg. Ja, inkompetent. Nein, du bist inkompetent. Von Louis inkompetente Skelette. Das ist fies von dir. Meine Skelette sind gar nicht inkompetent. Kompetenz. Meine Skeletten sind super gut. Es wurde gerade von einem anderen Skelett umgebracht. Ja, die hier sind ja lauter Skelette. Die bekämpfen sich ja gegenseitig. Kann ja nichts für. Ja, dann warum sterben dann deine Skelette? Weil die halt in der ersten Reihe stehen und kämpfen. Nee, die haben einfach vom Baloui gelernt. Ach, hallo. Nett sein. Ich bin doch nett. Nein, ist fies. Doch. Sollten wir echt mal noch eine vernünftige Mobfarm bauen, ey. Spawnen die eigentlich, spawnen die ganzen Mobs hier wie scheiße, weil wir nur bei uns in der Mobfarm nicht. Wer hat die gebaut? Fünks? Ja, ne? Ja, vielleicht und Fünks. Naja, das hätte man ihm besser nicht beauftragen. Aber vielleicht kann das eigentlich, aber Fünks. Naja. Ja. Wir hätten halt einfach ein paar Draconic Spawner bauen sollen. Oh, wie viel XP braucht der noch mein blödes Schwert, bis das hier fertig ist, damit ich mehr XP kriege? So, gibt's irgendwie, es gibt doch bestimmt eine Verzauberung, die mir ermöglicht, mehr XP zu kriegen, oder? Es gibt irgendwas hier. Ja. Das klingt gut. Das werde ich mir als nächstes verzaubern. Es gibt, also, man kann Kupfer auf eine Tinkers-Waffe zum Beispiel. Ja, wir haben auch keinen Tinkers. Hier ist ein Höllenhund. Was macht da der denn hier? Da macht die eine. Au, warum? Der Fuchs hat eine Tinkers-Axt. Hallo, Balu. Hallo, Sora. Nein, Sora hat mein Versteck gefunden. Was für ein Versteck? Mein geheimes Superversteck zum Farmen von Monstern. Ach so. Das, was keiner wissen durfte. Nein, nein. Oha. Jetzt bin ich traurig. Ja, so hörst du dich an, als wärst du traurig. Aber Balui, musst du nicht was machen? Nein. Warte, warte, sofort. Oh nein. Jetzt wissen alle, wo Balouis geheimes Versteck ist. Nein, nein, da kannst du nicht machen. Oh nein, du Verräter. Balui, soll ich zu dir kommen? Nein. In dein geheimes Versteck. Nein, das ist mein geheimes Versteck. Ich habe keiner was zu suchen. Attacke, meine Legionen von Singern. So Leute, während diese hier aber verprügeln, würde ich sagen, es ist an der Zeit, die heutige Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht gut, bis zum nächsten Mal. Und aua. Und aua. Hört sich gut an. Und bleibt schön feurig. Wisst ihr Bescheid, ne? Ciao. Tschüss.